Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu meiner Rezension zu Helix von Marc Elsberg. Dieses Buch wurde mir freundlicherweise vom Blanc-Vallée Verlag, ich hoffe man spricht ihn so aus, zur Verfügung gestellt. Und deswegen drehe ich euch jetzt eine Rezension zu diesem Buch ab. Es ist gerade relativ frisch erst rausgekommen. Es ist der neue Spannungsroman, Verschwörungs- und Wissenschaftsthriller von Marc Elsberg, der ja auch schon Blackout und Zero verfasst hat und damit internationale Bestseller gelandet hat. Und jetzt kommt halt mit Helix sein neues Buch. Das ist auch das erste, das ich von ihm lese. Und ja, ich möchte es euch einfach vorstellen und meine Meinung dazu sagen. Und ja, viel Spaß mit dieser kleinen kurzen Rezension. In diesem Buch geht es mal wieder Marc Elsberg typischerweise, soweit ich weiß, um eine Fülle an Handlungssträngen. Also es gibt wieder gleich zu Anfang ganz viele Geschichten, die angerissen werden. Wir haben zum Beispiel den US-Außenminister, der plötzlich verstirbt, also er klappt einfach zusammen, während er gerade eine Rede hält und niemand weiß warum. Bei einer Obduktion wird dann herausgefunden, dass auf seinem Herz eine Helixspirale zu sehen ist und dass irgendjemand mit Biowaffen zu experimentieren scheint. Gleichzeitig verfolgen wir Wissenschaftler, die gucken, wie man Ernteerzeugnisse quasi genetisch modifizieren kann oder was dazu führt, dass Ernte ja gut wird oder eben auch nicht und welche Pestizide eingeführt werden und so weiter und so fort. Dann haben wir ein Ehepaar mit Kinderwunsch, das von einer ominösen Agentur angeworben wird und diese Institution oder Agentur oder wie auch immer verspricht, dass sie Superkinder machen können, dass sie also genetisch modifizierte Kinder zeugen können, dass sie Experimente machen, dass sie den Erbstamm verändern und so weiter und so fort. Und man merkt schon, das Ganze läuft ein bisschen darauf hinaus, dass es hier halt um einen Komplott oder um eine Verschwörung geht, die irgendetwas mit Genetik zu tun hat, mit Biowaffen, Biochemie und all diese verschiedenen Stories halt. Das Ganze kommt natürlich im Laufe des Romanes dann zusammen. Das ist ja eigentlich logisch. Und wie das gemacht ist, ist schon wirklich meiner Meinung nach gut gemacht. Jetzt kommen wir auch schon zu meiner Meinung zu diesem Buch. Ich finde, dass es nicht zu viele Stories waren. Also hier werden natürlich viele verschiedene Themen aufgegriffen und zusammengeführt und man hat ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, aber man behält halt trotzdem den Überblick. Also ich finde wirklich, dass es sich noch in Grenzen gehalten hat. Das war wirklich okay gemacht, wie viele Stories sie angerissen wurden und die haben auch nicht so extrem lange gebraucht, bis sie dann alles zusammengekommen sind. Ungefähr nach der Hälfte des Buches waren alle Stories schon zusammen. Wir wussten, dass es dann hauptsächlich um diese genetisch modifizierten Kinder geht, dass vieles darauf hinausläuft. Das ist für mich kein Spoiler, weil es einfach auch schon hinten so draufsteht. Und das war auf jeden Fall gut gemacht. Und das führte auch dazu, dass der Spannungsbogen ganz gut war. Also die Spannung war konstant hier oben. Die Ideen, die hier eingebracht wurden, waren halt einfach super interessant. Das konnte man dann gut weglesen. Die Kapitel hatten eine angenehme Länge. Da konnte ich wirklich nicht meckern. Aber was diesem Buch halt wirklich das Genick gebrochen hat, und das habe ich auch schon in meinem Lesemonat erwähnt, ist, dass die Charaktere einfach unglaublich flach waren. Für mich konnte man mit den Charakteren überhaupt nicht mitfühlen, weil diese Charaktere einfach keine Persönlichkeit hatten. Also es tut mir leid, aber die Charaktere waren nur Mittel zum Zweck. Sie waren nur da, um die Story irgendwie nach vorne zu bringen. Man hatte hier zum Beispiel dieses Ehepaar, Greg und, guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr ihren Namen, weil mich deren Schicksal überhaupt nicht berührt hat. Jedenfalls hatten diese beiden ja einen Kinderwunsch und sind dann in diesen ganzen Komplott verwickelt worden. Und es hat mich halt nicht gejuckt. Es hat mich nicht emotional mitgenommen, obwohl diese beiden Charaktere noch die waren, die am meisten ausgearbeitet waren, finde ich. Aber alle anderen waren wirklich Abziehbilder, waren Stereotypen. Und ich konnte da einfach nicht mitfühlen. Und das hat für mich dieses Buch so ein bisschen wirklich vermiest. Das Buch ist ja wirklich nicht vorhersehbar. Also finde ich gar nicht, das Ende war überraschend. Vieles hier war überraschend daran. Aber es hat mich halt nicht mitgenommen. Wendungen funktionieren nur, wenn sie mich wirklich mitnehmen und wenn sie mich irgendwie sprachlos da sitzen lassen. Hier war es halt eine Wendung, die reingeschmissen wurde, die die Story um 180 Grad gedreht hat. Aber die Charaktere waren halt davon irgendwie unbeeinflusst. Und das war halt alles so oberflächlich. Stattdessen lag der Fokus tatsächlich teilweise mehr auf diesem Wissenschaftsgedöns. Also hier gab es seitenweise Abhandlungen über Genome, über Erbanlagen, was ja auch ganz interessant gemacht war. Das war ja auch, man konnte ja auch lernen sozusagen an diesem Buch, aber man hätte halt im Verhältnis weniger Wissenschaftszeug und weniger Plot haben sollen
und dafür mehr Character Development und einfach mehr Momente für die Charaktere. Das hat für mich wirklich gefehlt. Ich hätte diesem Buch gerne 200 Seiten mehr gegeben. Es hat schon über 650 Seiten. Aber die waren halt nicht genug, weil die Charaktere wirklich nicht gut ausgearbeitet waren. Und für mich war das schon immer so, dass die Charaktere das A und O der Story waren. Und hier hat das halt wirklich nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz war das Buch aber spannend im Endeffekt. Es hatte interessante Grundideen. Und es ist einfach ein solider Thriller. Es ist halt sehr, sehr, sehr plot-driven. Und so, um es einfach so nebenbei zu lesen als Unterhaltung, finde ich es schon okay. Aber ich, gerade von Mark Ellsberg, habe ich mir eigentlich eher etwas erhofft, wo ich ein bisschen zum Nachdenken komme. Und das ist hier nicht passiert. Es wollte vielleicht passieren durch die ganzen wichtigen Themen, die hier abgehandelt werden. Aber es hat mich nicht mitgenommen. Deswegen gebe ich dem Buch schlussendlich auch nur 3 Sterne. Ich meine, es ist immer noch mehr als die Hälfte. Aber es hätte halt wirklich mehr drin sein können, weil es halt einfach so viel Potenzial hatte, was schlussendlich leider verschenkt wurde. Das ist meine Meinung zu diesem Buch. Schreibt mir gerne unten einen Kommentar, wie ihr das findet. Es ist ja jetzt seit langem mal wieder eine relativ klassische Rezension von mir. Schreibt mir auch gerne, wie ihr eigentlich zur Rezension steht, weil so ganz klassische Rezensionen gucke ich persönlich eigentlich gar nicht so gerne und ich drehe sie auch nicht gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen etwas Besonderes mit reinzunehmen und sei es nur Clickbait im Titel, ne? Weiß Bescheid. Aber wie gesagt, das war's erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zugucken, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.